das war eine Nacht. Furchtbar. Das mache ich nicht nochmal durch. Nachts ist die Erkältung am schlimmsten. Ja, wem sagen Sie das? Da fragen Sie lieber nicht hier. Husten, Schnupfen, Halsweh, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen. Was? Vic Medi-Night? Lindert die schlimmsten Erkältungsbeschwerden und der Körper erholt sich im Schlaf. Sag ich doch, Schlafen ist die beste Medizin. Vic Medi-Night bringt die Erkältung zur Ruhe, damit Ihr Körper erholsamen Schlaf findet. Reklame. Früher waren die Röcke länger und die Haare ebenso. Früher war auch mehr Lametta, jammern auf niedrigem Niveau. Damals hieß das Twix noch Rider, Lemon Tree im Radio. Han Solo hat zuerst geschossen, jammern auf niedrigem Niveau. Jammern, 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 das ist jammern auf niedrigem Niveau. Jammern, 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 das ist jammern auf niedrigem Niveau. 11. Januar 2024, Studio 3. Hier ist der Basti. Hallo. Zum dritten Mal dabei, bitte nicht wieder wählen, oder was? Richtig. Hallo. Ja, meine Dieter-Thomas-Heck-Imitation war jetzt nicht so der Kracher, ich gebe es zu. Aber meine ist gar nicht so schlecht. Ist dir die mal aufgefallen? Nee. Bei mir, wenn ich Livestreame, immer ganz am Ende, wenn ich die Namen alle vorlese? Ach so, ja. Vor allen Dingen so schnell. Das ist geil, die Leute schalten auch extra deswegen ein, aber wir, also für Leute, die es vielleicht im Podcast noch nicht gehört haben, wenn ihr bis zum Ende hört, da lesen wir auch Namen vor. Ja, seit neuestem. Die ganzen Steady-Unterstützer, die zwei, richtig. Wir werden namentlich vor allem Tunte Roland. Tunte Roland. So, wir haben aber den 11. Januar 2024, ein wundervoller Donnerstag, denn 1827, lieber Basti, wurde eine ganz fantastische Stadt gegründet. Denn damals hat die Stadt Bremen ein Gelände nördlich der Geestmündung vom Königreich Hannover gekauft. Königreich Hannover, das gab's wirklich mal. Ich sag nur Pinkelprinz. Ich bin der König von Hannover. Richtig, ganz genau. Und in den Folgejahren hat man auf diesem Gelände einen Seehafen gebaut und 1827 die Stadt Bremerhaven gegründet. Heute ist Bremerhaven gegründet worden, also 1827. Die feiern heute Geburtstag, Basti. Möchtest du da mal gratulieren? Ja, das macht mich jetzt wirklich glücklich, dass du das und vorgetragen hast. Weißt du, warum mich das glücklich macht? Warum? Weil du nicht mal eine Podcast-Staffel durchgehalten hast, ohne eine Gemeindevorstellung zu machen. Das hast du gar nicht gemerkt. Du hast gerade eine Gemeindevorstellung von der Stadt Bremen gemacht. Nein! Doch! Ach Quatsch, das war keine Gemeindevorstellung. Bremerhaven gegründet. Ach, in der Geestmündung vom Königreich Hannover, bla bla bla. Nein! So. Das stimmt ja überhaupt nicht. Das ist ja gar nicht wahr. Und deswegen springen wir auch direkt ins Jahr 1983, denn es ist noch was anderes am 11. Januar passiert. Denn Marc Schwertner ist in Kaiserslautern geboren. Heute 1983. Er wird also heute stolze 40 Jahre alt, der Marc Schwertner. Und Marc Schwertner hat dann Musik gemacht. Und irgendwann war er in Berlin in einem Tonstudio in der Forsterstraße. Und der Typ, der mit ihm da von der Plattenfirma zu tun hatte, hat ihn dann im Handy eingespeichert, nicht unter Marc Schwertner, sondern unter Marc Forster, weil sie im Studio in der Forsterstraße waren. Und seitdem heißt Marc Schwertner nämlich Marc Forster. Okay, und seitdem heißt der Manager von der Plattenfirma, weil der Marc Forster hatte den auch eingespeichert, der heißt seitdem Andreas Wichser, oder? Genau so war's. Richtig. Total geil. Übrigens, der heißt wirklich Andreas. Grüße gehen raus an Andreas. Der Wichser war nicht ernst gemeint. Machst du gerade den Hitlergruß? Nee, ich habe gegrüßt, Andreas. Ach so, ich habe Andreas gegrüßt. Hallo. Das war der für falsche die Arm. Hallo, du siehst es alles verkehrt. Wir haben eine neue Software, liebe Leute. Wir haben eine neue Software. Ich muss mich daran gewöhnen, wenn ich den Arm hebe, dass der Hannes kurz schon wieder denkt. Ja, ich dachte gerade an dein Weihnachtsgeschenk von mir. Ja, genau. Wir wollen heute zum 40. gratulieren dem lieben Marc Forster, der ja inzwischen, wie man weiß, mit Lena Meyer-Landrut zusammen ist. Und da schließt sich der Kreis zum Königreich Hannover. Weil die auch im Studio in Landrut war, Nein. Die Lena. Und seitdem... Nein, weil die Lena Meyer-Landrut hier aus Hannover kommt, Mensch. Da schließt sich der Kreis. Ich wollte ehrlich, mal. Wusstest du, dass Hannover früher mal ein Königreich war? Ja, das wusste ich. Weißt du, wo ich das gelesen habe? Nein. Auf Wikipedia.
Was für eine Überleitung. Basti war ja auch im Gegensatz zu mir auf der Frank-Elstner Moderationsschule. Damals in und Hannover. Da lernt man sowas. In 1827. Hannover, richtig. 1827, kurz vor der Gründung von Bremerhaven, ganz genau. Wir haben einen sensationellen Staffeltitel, der da heißt, was reimt sich auf Wiki? Und da soll es im weitesten Sinne um Wikipedia gehen. Und deswegen leite ich ein das Thema mit. Übrigens, ich habe ja einen Wikipedia-Eintrag. Diese Vorlage hast du letzte Folge schon versucht und ich habe sie gekonnt ignoriert. Du hast sie gekonnt ignoriert. Sollen wir da jetzt heute drüber reden, dass du einen Wikipedia-Artikel hast? Nein, ich will dich damit ja nur aufziehen, weil es das Einzige ist, womit ich dich mal aufziehen kann. Ich habe ja immer nichts, weißt du? Ich bin ja immer der stille Part in diesem Podcast. Ich hatte mal auch einen Wikipedia-Artikel als Person. Und dann wurde er wegen Relevanz rausgenommen und dann ins Bayern-Wiki verschoben. Das ist ein Wikipedia, was nur in Bayern existiert, wo auch die etwas kleinere Prominenz, die Lokalprominenz, dann auch einen Artikel bekommen hatte. Da hatte ich meine drei Sätze dann drin. Ja. In der Zeit, wo die Süddeutsche Zeitung mich unter die wichtigsten, wie nannten sie es, Musiker, Macher und Manager Bayerns gewählt hat. Da war ich in der Top 50 der wichtigsten Musiker, Manager und Macher in Bayerns, zusammen mit Schandmaul, mit Sportfreunde Stiller, ganz interessante illustre Liste, da war ich auch drauf. Ja, da hatte ich ganz kurz mal Fame. Ich finde ja an dieser Wikipedia-Geschichte zwei Dinge kritisch. Zum einen finde ich kritisch, ja. Dass du drin bist? Auch, ich habe da einen Eintrag, der ist aber inhaltlich uralt. Also die Informationen, die da drin stehen, sind völlig veraltet. Und die werden aber ja nicht aktualisiert. Wer sollte das auch tun? Die Person, die diesen Eintrag geschrieben hat, die gibt es, glaube ich, inzwischen gar nicht mehr. Ach, du hast es doch selber geschrieben. Die besten Wikipedia-Artikel schreibt man immer selber. Nee, ich habe Teile daraus korrigiert. Okay. Den ursprünglichen Eintrag hat mal ein Hörer meiner Radiosendung damals geschrieben und da war der auch noch relativ... Der Major Gags? Nee, Major Gags war es glaube ich nicht, aber es war aus der Zeit, genau. Aber ich glaube nicht, dass es Major Gags war. Jedenfalls hat das jemand geschrieben und dann stand da ganz viel Unsinn drin. Und dann habe ich den Unsinn korrigiert und dann musst du aber ja Referenzen angeben. So, jetzt ist aber das Problem, wie soll ich denn meine eigene Referenz sein? Und dann habe ich in dieses Diskussionsding, das muss man vielleicht kurz erklären, es gibt hinter jedem Beitrag oder hinter vielen Beiträgen so eine Art Diskussionsforum, wo es um diesen Beitrag geht. Und dann habe ich mir einen extra Account gemacht, als Hannes Lambert sozusagen, und habe dann dort in dieses Diskussionsforum reingeschrieben, dass die Sachen, die in meinem Wikipedia-Eintrag stehen, jetzt aktuell sind. Das versteht keiner mehr. Alter, das ist ja das komplizierteste Spiel, was wir je gespielt haben. Ist das auch aus dem Moses Verlag? Ich habe komplett... Nein, aber guck mal, du musst doch jede Sache, die bei Wikipedia steht, musst du mit Referenzen, musst du die belegen. Ja. Aber was ist denn, wenn die Person, um die es geht, es selber reinschreibt? Was ist denn dann die Referenz? Ja, das darfst du eben nicht. Der Herr Brockhaus hat sich ja auch nicht... Weißt du, wenn du dir ein Brockhaus kaufst unter B wie Brockhaus, steht doch auch nicht drin, weltbeste Enzyklopädie. Mhm. Also was ist das Einzigste, was nicht im Brockhaus drin steht, der Brockhaus selber? Nein, ich meine doch aber jetzt was anderes. Wenn man in meinem... Wie der Herr Wiki. Der Wiki steht ja auch nicht drin bei Pedia. Wenn in meinem Eintrag steht, dass ich verheiratet bin, eine Tochter habe und in Hannover wohne, dann ist das Firlefanz. Ich bin geschieden und wohne überhaupt nicht in Hannover. Weißt du, was ich meine? Und wer sollte das denn korrigieren? Dafür braucht es ja dann eine Referenz. Oh. Was soll das für eine Referenz sein? Ja. Verstehst du mein Problem? Und jetzt ist da zwar ein relevanter Wikipedia-Eintrag, da stimmen auch ganz viele Sachen, aber es gibt eben Dinge, die gar nicht stimmen. Und wo ist jetzt die Referenz dafür, dass das nicht stimmt? Also das heißt, man kann da nicht anklicken, glaub mir, Brudi. Glaub mir, Brudi kann man nicht anklicken. Nee. Das ist doch die normale Referenz, die eigentlich die ganzen Influencer immer nutzen für ihre Reactions. Glaub mir, Brudi. Glaub mir, Brudi. Quelle, glaub mir, Brudi. Naja, einmal ist dieses Referenzproblem. Und das zweite Problem ist, das hast du ja auch schon zu Recht angemängelt, wir wollten auf Basis meines Wikipedia-Eintrags, der ja so relevant zu sein scheint, dass er nicht gelöscht wird, wollten wir auf der Basis für den Podcast einen Wikipedia-Eintrag machen. Weil er uns zusteht. Weil er uns zusteht. Und jetzt gibt es da 758 Sturmbandführer im Hintergrund, die der Meinung sind, dass wir eben überhaupt nicht relevant sind. Und aufgrund dessen, dass da 5 Sturmbandführer im Hintergrund sitzen, die das entscheiden, kriegen wir keinen Wikipedia-Eintrag. Genau. Was ist denn das für eine Nazi-Scheiße? Ja, weil da der auch wieder der Zentralrat der Fliesentischbesitzer hier den Allmann raushängen lässt und sagt, das ist enzyklopädisch nicht relevant. Ja, aber was ist denn das für ein Schwachsinn? Was sind denn das für Eier?
Feuerpfeilen. Und ja, die Diskussionen waren doch relativ lustig, weil es ja wirklich so darum ging, ich habe den Podcast zwar nie gehört, aber ich rede mal mit, dass ich den nicht kenne, und wenn ich ihn nicht kenne, kann der nicht gut sein. Richtig. Dann legendär, ja, auf YouTube hören das aber nicht viele Leute, wo du sagst, stimmt, ist ja auch ein Podcast. Richtig. Danke, ist ein Podcast. Ja, was ich daran nicht verstehe, ist Folgendes. Ich verstehe, dass Marianne Weißbeutel aus dem ersten Stock in einem Münchner Hinterhaus die Hausfrau ist, dass die jetzt keinen Wikipedia-Eintrag braucht. Das verstehe ich. So, aber wer entscheidet denn bitte, wann jemand relevant genug ist und wann nicht? Jedes Bachelor-Sternchen hat doch inzwischen einen Wikipedia-Eintrag. Was ist denn daran relevant? Es gibt Relevanzkriterien auf Wikipedia, nach denen gewisse Einträge gemacht werden dürfen und so weiter. Es gibt aber für den Podcast kein Relevanzkriterium. Es gibt einen Vorschlag, wie Relevanzkriterien für Podcasts aussehen könnten. Dieser Vorschlag wurde aber nicht angenommen, weil er nicht relevant war. Das ist kein Scherz. Deswegen, weil ich habe mich in unserem Wikipedia-Eintrag, ich oute mich, dass ich den formuliert habe, weil ich mir dachte, hey, bevor die irgendeinen Mist schreiben, schreiben wir es gescheit, damit es passt. Ja, klar. Habe ich mich an die Richtlinien gehalten, die für Podcasts mal vorgeschlagen wurden, aber nicht umgesetzt wurden. Ja. Die da heißen, mindestens einer der Protagonisten muss selbst Wikipedia-relevant sein. Ja. Das haben wir durch den Hannes gegeben. Ja. Dann brauchen wir müssen wir irgendwelche Preise gewonnen haben, da haben wir leider nichts. Okay. Das haben wir leider nicht. Aber was wir hatten, waren irgendwelche Internet-Dings, es war noch irgendwas anderes. Genau, wenn du mehr als 100 Folgen, glaube ich, geschafft hattest, was wir hatten. Haben wir locker, ja. So, wir haben mehr als 100 Folgen und sonst irgendwas. So. Oder länger als ein Jahr bestehst du. Beides haben wir. Und dann, da gab es ja so lustige Diskussionen, dann hieß es ja, aber hier zum Beispiel, wo man denn zum Beispiel die Zahlen des Podcasts lesen kann. Mhm. Dann habe ich den Leuten dort erklärt, ein Podcast ist ein dezentrales System. Ich kann dir die Zahlen nennen, auf Basis glaub mir, Brudi. Genau. Aber öffentlich einsehen kannst du die gar nicht. Richtig. Weil es die nicht öffentlich gibt. Es gibt halt Charts. Genau, Charts war relevant. Ich habe halt gezeigt, hey, wir sind immer in den Comedy-Charts halt drin. Ja. Bei Spotify. Ja. Ja, aber was heißt das in Zahlen? Das geht, es ist scheißegal, was in Zahlen Spotify heißt. Spotify gibt keine in den Charts. So. Dann hieß es, ja, aber Gemischtes Hack hat irgendwie 500.000 Hörer. Schreibt Online-Marketing-Rockstars. Dann habe ich geschrieben, das ist total geil. Online-Marketing-Rockstars produziert Gemischtes Hack. Richtig. Seit wann darf man denn sich selbst referenzieren? Richtig. Also Wikipedia ist so ein schräger Klüngel. Ich habe das schon so oft gehabt. Gerade bei Firmen hatte ich halt oft das Thema, dass deren Seite auf Wikipedia gelöscht wird, zu löschen vorgesehen wird und so weiter. Was heißt, die sind nicht relevant. Ist schon klar, wenn du Wikipedia als Werbeplattform missbrauchen willst. Aber es geht für mich ja bei einer Enzyklopädie um Menschen des öffentlichen Lebens. Also Menschen, die du nicht kennst, weil du sie mal auf einer Party getroffen hast, sondern so wie hier einen Podcast hörst, der durchaus ja keine schlechte Reichweite hat, oder einen Twitch-Stream hörst, oder in deinem Fall, deswegen hast du den Artikel, einen Song hörst, oder halt hier Madagaskar guckst und sagst, oh, was ist denn das für eine Giraffe, die klingt ja toll. Dann sagst du, ja, das ist der Hannes, steht auf Wikipedia. Genau. Der ist verheiratet und wohnt in Hannover. Ja, was Quatsch ist. Richtig. Darum ging's. Also man ist Person des öffentlichen Lebens. Ich wollte mir nicht einen drauf runterholen, sondern ich wollte einfach meiner gottgegebenen Verpflichtung nachkommen, jetzt da auch einen Artikel zu haben. Na, es geht auch gar nicht nur um Selbstbeweihräucherung, sondern zum Beispiel im Falle des Podcasts geht es ja auch durchaus darum, dass wir mal außer Simon Pierce vielleicht ja mal Gäste haben wollen. Und ich finde auch es für einen Gast total entspannt, wenn der nicht 700 Folgen hören muss, um zu wissen, was Jammern auf niedrigem Niveau ist, sondern er kann in die Enzyklopädie gucken und da steht, Jammern auf niedrigem Niveau ist ein Podcast, da geht es meistens um folgende Themen, der wird gemacht von folgenden Menschen, die haben folgenden Hintergrund. Das ist doch total geil. Also eine reine Informationsplattform, darum ging es ja ursprünglich mal bei der Enzyklopädie. Und dem Gast, der bei uns dann zu Gast ist, ist doch völlig Latte erstmal, wenn er sich informieren will, ob wir 5 Hörer haben oder 6 Millionen. Das ist doch erstmal scheißegal, wenn er sich informieren will. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk trägt seine Podcasts bei Wikipedia ein, benennt dann seine eigenen Radiostationen als Referenz, die über den Podcast berichtet haben, als Referenz dafür, dass das Ding Relevanz hat. Richtig. Und trägt dann das ganze Produktionsteam ein und das Produktionsteam inklusive Tontechniker erzeugt sich selber eigene Wikipedia-Seiten, die sofort durchgehen, weil wenn du der Tontechniker von dem Podcast bist, der ja im öffentlich-rechtlichen Rundfunk genannt wurde, dann bist du ja wer. Ja,
Ganz genau. Und in Wahrheit ist er halt für 5 Euro auf Fiverr irgendwie einen Podcast zusammengeschnipselt. Richtig, genau. So. Ja. Das meine ich mit diesem, oh, da ist ja der öffentlich-rechtliche Rundfunk dahinter. Oh, weißt du, wir hatten dann das Thema, dass Leute geschrieben haben, ja, ihr hattet da ja so, so Zeitungsartikel, die euch Relevanz geben, aber da wird ja gar nicht explizit über den Podcast gesprochen, sondern über euch als Person. Du sagst, ja, es ist ein Personen-Podcast, nochmal, hallo. So nach dem Motto, ja, der Podcast hat keine Relevanz, dann hilft es ja auch nicht, wenn die Person Relevanz hat. Du sagst, hey, aber jetzt, wenn ich als Person Relevanz habe, da hat der Podcast Relevanz und umgedreht. Das ist ein untrennbares Ding. Eigentlich. Es ist, ja. Ich spiele ja hier keine Rolle. Ich bin ich in einem Podcast. Ja. Aber was ich einfach schön finde, wir haben ja 6 Millionen Hörer mit dem Podcast jede Woche. Und von diesen 6 Millionen. 4.000. Und von diesen 4.000 Hörern sind ja mit Sicherheit 20 registriert bei Wikipedia. So, wie wäre es denn jetzt lustig, wenn jetzt einer von diesen 20 Leuten, die bei Wikipedia drin sind, nicht nur einen kleinen süßen Beitrag über uns dort veröffentlicht, sondern alle 20, die bei Wikipedia drin sind, im Diskussionsforum sowas schreiben wie, pass auf, endlich ist der Podcast auf Wikipedia. Ich habe mich schon immer gewundert, warum er immer noch nicht da ist. Und der nächste schreibt, ja genau, es hat mich auch gewundert. Wird Zeit, dass es endlich mal einen Eintrag gibt. Und dann trauen die sich gar nicht mehr bei so viel Zuspruch, einen Löschungsantrag zu machen. Ich glaube, dass die uns schon weggekettelt haben. Ich glaube, wir haben keine Chance mehr, bei Wikipedia reinzukommen. Wir machen jetzt ja eine Podcast-Folge über Wikipedia, ja, die wir dann als Referenz rein verlinken bei Wikipedia, wenn es darum geht, warum seid ihr denn Enzyklopädie? Podisch relevant, dann sage ich, ja, dann hört ihr doch mal die Podcast-Folge an. Dann sagt der, von Podcast habe ich aber keine Ahnung. Dann sage ich wieder, das ist ja gut, dass du dann darüber bestimmst, welcher Podcast hier gelistet wird und welcher nicht. Dann würde ich gerne mit der Podcast-Polizei sprechen. Das ist ja auch gut, dass ich dann die Leute im Hintergrund schon Obersturmbannführer genannt habe. Ich denke, ja, das steigert unsere Chance auf einen Wikipedia-Eintrag ungemein. Es gibt doch hier von Böhmermann auch das mit Wikipedia, auch wo auch die ganzen falschen Informationen, die über ihn drin stehen, die auch mit Absicht drin bleiben und so weiter. Ja, ja. Die Idee einer Enzyklopädie ist super. Das System, wie dort Sachen freigeschalten, wenn das es einfach so Enzyklopädianer gibt, ich nenne sie mal nicht Obersturmbahnführer, deren einziges Ding ist so, sagen wir mal, das System zu schützen. Die sind ja wie die Lego-Jünger, die in dem Augenblick, wo du ein Klemmbaustein-Set, ja, ja, baust, sagen, oh, ein Nazi! Ja. So. Wo du sagst, hä, was? Wie? Was? Ich glaube auch, dass ich mir so einen Obersturmbahnführer von Wikipedia auch richtig bildlich vorstelle. Das ist so ein Hans-Joachim, oh mein Gott, mit so einem Polunder. Komm niemals auf Wikipedia. Dein Artikel wird jetzt gelöscht. Weißt du, das ist so ein Hans-Joachim mit so einem Polunder und der sitzt da vor seinem Aufklapp-Laptop von 1994. Ist auch so ein richtig dickes Teil. Und dann erhebt er sich quasi über die einzelnen Einträge. Und er macht den ganzen Tag, weil der in Frührente ist mit seinen 48, macht er nichts anderes, als den ganzen Tag solche Leute zu dissen, die da einen Eintrag bekommen und dann macht er sofort einfach standardmäßig einen Löschungsantrag und dann schreibt er da hinten rein, das ist nicht enzyklopädisch irrelevant. Das ist so ein Hans-Jürgen, wirklich, ernsthaft. Und der entscheidet darüber, dass wir immer noch keinen Wikipedia-Eintrag haben. Ja, vor allem jetzt war ja wieder Weihnachten, da sammelt ja Wikipedia immer Geld für die Bedürftigen, also für ja, sich. Ja, für die, ja, ja. Oh, weißt du, und ich habe mir dann echt gedacht, soll ich jetzt uns den Eintrag kaufen? Soll ich einfach sagen, okay, ich spende, ich habe es verstanden, ihr wollt einfach meine Kohle. Ich habe dann immer, damit diese Werbung weggeht, kann man ja nicht sagen, ich möchte es nicht mehr sehen, sondern das Einzige, wie die weggeht, ist, dass du schreibst, ich habe schon gespendet. Genau. Genau. So, dann habe ich halt getippt, hey, ich habe schon gespendet. Ja. So, dachte mir, hier, dann leckt mich halt am Arsch. Ich habe schon gespendet, aber ich habe nicht gespendet. Ich sehe es gar nicht ein. Das hat Böhmermann doch auch aufgedeckt, dass diese ganze Spendenaktion völliger Mumpitz ist, weil da ist eine riesige Stiftung hinter und die haben, wenn die irgendwas haben, dann ist es Geld. Und die brauchen dein Geld ganz bestimmt weil nicht. Weil sie viel zu wenig Kosten haben. Sie haben genau. Diese Server-Hosting-Kosten für die Wikipedia-Seite genau. Sind gar nicht so hoch, genau. Wie man glaubt. Und sie rufen aber halt immer penetrant zu Spenden auf und sind eigentlich längst finanziert. Also das ist auch eine ganz miese Nummer. Aber gut, dass wir jetzt so in dieser Folge so über Wikipedia herziehen. Ich denke, unsere Chancen steigen immens an, dass wir bald einen Wikipedia-Eintrag haben. Du, ich sag's dir auch ganz ehrlich, ich brauche auch keinen Wikipedia-Artikel. Also ich meine, wenn wir den erst kriegen, wenn wir den Comedy-Preis gewinnen.
Weißt du, ich habe dann auch, du hast ja dann auch rum, okay, da müssen wir mit dem Podcast vielleicht einen Preis gewinnen. So, das habe ich denen auf Wikipedia auch erklärt, dass ich gesagt habe, Leute, es gibt nur einen einzigen Podcast-Preis und wisst ihr, wer den verteilt? OMR. Wieder OMR, ja, die selber Podcast produzieren, ja, die diesen Preis gewinnen und dann enzyklopädisch relevant sind? Willst du mich eigentlich verarschen? Aber Basti, was habe ich dir dazu gesagt? Und ich stehe dazu nach wir wie machen vor. Unseren eigenen Podcast-Preis. Wir machen unseren eigenen Podcast-Preis, natürlich! Das ist genau das, was sie wollen. Aber der eigene Preis, der ist doch auch enzyklopädisch dann nicht relevant. Na, den machen wir enzyklopädisch relevant, weil wir den nämlich monatlich vergeben. Es gibt jeden Monat einen Podcast-Preis. Nein, warte. Und wir geben diesen Podcast-Preis erstmal so 5 Monate, den ganzen Bekannten, einfach aus Standard. Da bekommt Gemischtes Hack, kriegt den für Januar. Und für Februar kriegt ihn Baywatch Berlin. Nee. Und im März kriegt ihn von mir aus, keine Ahnung, was es da noch für Bumse gibt. Alman Arabica, hier der Stay. Alman Arabica. So, und nach dem 6.7. Podcast-Preis, dann verleihen wir ihn ständig uns. Weißt du, so alle 2 Monate kriegen wir den. Und wir machen da einfach immer andere Kategorien. Einmal bekommst du ihn, einmal bekomme ich ihn, einmal bekommen wir ihn für das beste Thema, dann bekommen wir ihn für das beste Intro. Weißt du, wir finden uns einfach lustige Kategorien und geben uns ständig einen eigenen Podcastpreis. Was ja dazu führt, perverserweise, dass auf Wikipedia in unserem Eintrag unten unter Auszeichnungen dann diese ganzen Podcastpreise aufgelistet werden, die wir alle bekommen. So. Und vielleicht freut sich Baywatch Berlin, wenn sie unseren Podcastpreis gewinnen. Wir sind unabhängig, Basti. Ich glaube, also ich finde die Idee gar nicht schlecht. Ich mache dir noch einen kleinen Twist rein. Ich habe kurz heiß geduscht, dann komme ich immer auf die besten Ideen. Absolut. Pass auf. Wir machen es noch cooler. Ja. Und zwar denk mal vierdimensional, Hannes. Okay. Und zwar ist es so: Es gibt da draußen Leute, die sagen mir immer, wenn ich mal eine Zeitmaschine erfinde, ja, dann reise ich in der Zeit zurück und erfinde Google. Mhm. Ja. Ja. Und die richtige Antwort ist aber eigentlich, wenn du eine Zeitmaschine erfindest, musst du nicht mehr Google erfinden. Richtig. Weil die Zeitmaschine alleine reicht schon. Ja. So, wenn wir einen Podcastpreis vergeben, ja, dann brauchen wir ihn uns schon gar nicht mehr selbst verleihen. Okay. Weil, wenn wir in unserem Podcast jeden Monat einen anderen Podcast auszeichnen, ja, diese Podcasts sind enzyklopädisch relevant und schreiben sich dann in ihre Vita, wir haben vom Podcast Jammern auf niedrigem Niveau einen Preis gewonnen. Dann kriegen wir dadurch posthum unseren Wikipedia-Eintrag, weil wir ja jetzt als preisrelevant waren und den müssen wir uns selber ja gar nicht verleihen. Wir müssen gar nicht so eklig sein, verstehst du? Das könnte die Masche sein. Aber ich finde es schon schräg, wenn ein Podcast einen Podcastpreis vergibt. Das dürfte ja nicht sein. Ja, aber OMR macht's doch auch. Ja, aber nee, das ist ja eher eine Produktionsfirma. RTL, den Comedy-Preis, Entschuldigung, also. Ja, aber das sind ja immer die Produktionsfirmen. Ja, dann muss halt hier deine, wie heißt deine Produktionsfirma? NATO-Offensive. Meine NATO-Zuckerfirma könnte einen Podcastpreis ins Leben rufen, richtig? Und den könnte sie vergeben. Okay. Den goldenen Jammerlappen. Also ich habe jetzt ja schon einfach mal auf der Wikipedia-Seite von Simon Pierce einfach eingetragen, dass er zu Gast bei uns war. Ja. Um darüber halt quasi über die Hintertür. Wenn deine Hintertür, weißt du, erst habe ich es über deine Hintertür versucht, weißt du? Das hat nicht funktioniert, okay. Und deine Hintertür, die ist halt nicht so geil. Jetzt nehme ich die vom Simon. Ja. Und da schlafe ich mich halt jetzt langsam hoch. Okay, ja. Dieses Jahr bekommen wir ja hoffentlich Martin Semmelrogge oder Tommy Pieper in den Podcast. Die sind beide enzyklopädisch nicht relevant. Das stimmt nicht. Die haben beide mit Sicherheit einen richtig umfangreichen, also gerade Martin Semmelrogge hat doch bestimmt einen umfangreichen Wikipedia-Eintrag. Umfangreichst. Und Tommy Pieper bestimmt auch. Also wir wünschen Tommy Pieper ein langes Leben und laden ihn dieses Jahr zu unserer 200. Folge ein. Guck mal, das wäre doch geil. Und dann tragen wir bei ihm in den Wikipedia-Eintrag ein, dass er in unserer 200. Folge war. Ja, okay. Aber was auch funktioniert, ist natürlich irgendwas Geschichtliches. Ja. Also wenn du zum Beispiel es hinkriegen könntest, sagen wir mal, keine Ahnung, kannst du nicht irgendwie Polen den Krieg erklären, Hannes? Ja. Weil dann wärst du auch enzyklopädisch relevant. Definitiv. Weißt du? Ja, das ist ja, Entschuldigung, dass ich nochmal vom Thema abweiche, aber das ist ja überhaupt das Widerlichste. Wer hat nämlich zum Beispiel einen Wikipedia-Eintrag, da bin ich mir ganz sicher, Anders Breivik hat 100 pro einen Wikipedia-Eintrag. Der Attentäter von Utøya, der erst in Oslo eine Bombe gezündet hat und Menschen getötet hat und dann auf die Insel gefahren ist und da, ich glaube, 74 Kinder und Jugendliche erschossen hat. Der Typ hat 100 pro einen Wikipedia-Eintrag. Und da sieht man doch mal, wie krank diese Scheiße ist. Ja, aber wie viele Kinder muss ich umbringen, damit ich auch einen enzyklopädischen Eintrag kriege? Ach, ich weiß nicht, ich glaube, es müssen über 10 sein. Ah, der Standarddurchschnitt bei Amokläufern ist, glaube ich, alles unter 10 ist nicht relevant. Und wenn ich vielleicht im Guinness-Buch der Rekorde
Rekord, der irgendwie auftauchen würde? Keine Ahnung, der Typ mit den meisten Brettspielen oder so? Puh, das schaffst du ja nicht mit deinem kleinen Brettspielkeller. Das schaffst du ja nicht. So. Ich wollte damit ja nur sagen, dass ich es unfassbar finde, und da möchte ich wenigstens eine Minute mal mit dir drüber sprechen. Ja, bitte. Unfassbar, dass egal, was auf der Welt passiert, wenn irgendein Hans Jochen mit seiner MG irgendwo reingeht und Leute erschießt, dauert es 10 Minuten. Und bei der Bild-Zeitung oder auf sonstigen Boulevardmedien habe ich den Namen von dem Typen vollständig. Ich weiß, wo er wohnt. Ich kenne sein Gesicht. Ich weiß über diesen Typ alles. Das ist doch krank. Ja, weil es natürlich sich die Daten bei Wikipedia holen, wie bei dir. Wenn du Amagläufst, dann heißt es, der Hannes aus Hannover, verheiratet. Du bist ein Arschkopf. Hat keinen Podcast. Ich möchte nicht mehr. Steht nicht auf Wikipedia, dass der einen Podcast hat. Ich möchte nichts mehr über die Täter lesen. Ich möchte was über die Opfer lesen, du Pimmel. Ja, verstehe ich. Aber Hannes, ich glaube ja, dass du... Ja, da macht er natürlich wieder, da macht er weg, weil er heute irgendwo in Passau mit seinem roten LKW in eine Menschenmenge gefahren ist. Ich glaube ja, dass du diesen Wikipedia-Eintrag umgeschrieben hast. Ich glaube ja, dass du dieser Nazi bist, von dem du da gesprochen hast. Du bist der Obersturmbahnführer da im Forum. Du distanzierst dich nämlich von mir und meinem Podcast. Du möchtest nämlich nicht mit dem in Verbindung gebracht werden. Du möchtest deinen toll geschriebenen Wikipedia-Artikel schützen. So sieht's nämlich aus. Dann hast du das einfach, das ist enzyklopädisch nicht relevant. Wir haben 4000 Hörer gehabt, aber interessiert ja nicht. Haben ja keinen Preis gewonnen von Online-Marketing-Rockstars, vergeben an ihren eigenen Podcast. Bester Podcast bisher mit Knossi. Können wir übrigens über Knossi reden? Wenn, dann distanziere ich mich nur von dir und nicht von diesem sensationellen Podcast. Das ist auch mal klar. Können wir mal über Knossi reden? Wieso? Knossi hat mit Sicherheit auch einen Wikipedia-Eintrag. Ja, Knossi, aber der Knossi hat ja auch einen Jahresrückblick jetzt gerade gemacht. Knossi hat aus meiner Sicht schon wieder sowas Geiles gemacht. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Knossi hat ja nicht nur dieses Hoverboard ersteigert. Nein. Knossi hatte sich ja davor einen DeLorean besorgt und den als Zeitmaschine umgebaut. Mit dem er auch Christopher Lloyd getroffen hat. Genau, und den hat unterschreiben lassen auf dem DeLorean und so weiter. Ja. So, und ich dachte mir, ja, mein Gott, kann ja jeder so als Traum haben, kauft er sich halt ein Auto mit Umbau, was wir da bezahlt haben, 50.000 Euro oder so, das geht schon, soll das halt machen. Jetzt schaue ich vor ein paar Tagen, gesponsert von der DEVK, gibt es bei Knossi ein neues Format. Und zwar Knossi trifft. Okay. Oder so. Und zwar, was macht er? Nein, jetzt fährt er nicht mit seinem DeLorean zu Promis. Der nimmt seinen DeLorean und fährt zu Promis und fährt mit dem DeLorean rum. Nein. Erste Folge, er trifft Jürgen Klopp. Alter. Und fährt mit Jürgen Klopp in einer Zeitmaschine in der Gegend rum. Nein. Und unterhält sich mit Jürgen Klopp über die Vergangenheit. Alter. Ist das geil. So, natürlich ist das keine neue Show-Idee. Das gab's alles schon. Carpool, Karaoke, Dingsbums in Cars with Stars und so. Alles schon da gewesen. Was ist aber das Schlaue? Der Knossi hatte privat den Traum, einen DeLorean zu besitzen. Jetzt benutzt er ihn geschäftlich und kann ihn zu 100% von der Steuer absetzen. Der Wichser. Als Geschäftswagen. So geht das ApoRed. Als sein Drehort. Ist das geil. Und ich finde, was mir daran so gefällt, ist, dass sie vorne so an dieser Zeit rumdingseln und er halt erklärt, wie die Zeitmaschine funktioniert und dann sagt, ja, wollen wir mal hinfliegen, hier zum 1. Juli 1997, weißt du noch, ja, damals, na klar, im Champions-League-Finale, oh, das nochmal erleben, wäre schon geil. Aber eigentlich würde ich gerne ein Jahr früher hinfliegen, da, wo wir das Champions-League-Finale verloren haben, weil jetzt weiß ich ja, was passiert, dann würde ich sagen, komm, so und so machen wir das. Alter. Ja, das ist geil. Das ist leider geil. Das muss ich sehen. Das muss ich mir nachher nochmal reinziehen. Knossi trifft Knopp. Ach, wie cool. Vor allem, geile Aussage von Jürgen Klopp ist, dass er keine Ahnung von Social Media hat. Er weiß nicht, er wird sich jetzt auch mal dieses Twitch installieren, von dem alle sprechen und so. Und dann halt einfach sagt, er guckt jetzt mal kurz auf seine Karriere. Also wenn es Social Media nicht gegeben hätte, hätte sich seine Karriere überhaupt nicht anders angefühlt, es wäre genau das gleiche geblieben. Weil er ganz klassisch, er ist Fußballer, er ist in der Zeitung, er ist im Fernsehen, klar findet er auf Social Media statt, aber das ändert nichts daran, was bei ihm tagtäglich los ist und wie sein Arbeitsalltag aussieht. Ja, ja. So. Aber kannte er Knossi? Überhaupt nicht. Also er kannte ihn halt so ein bisschen. Okay. So, das ist halt der Typ aus dem Internet und so weiter, der wusste nicht, dass der mit Stefan Raab rum hat, mit der Show und bla. Okay. Das konnte der alles nicht zuordnen. Für den ist halt ein Typ, der auf Twitch, vor allem wenn der Knossi erzählt, ja, dann habe ich mich ja mit Sido unterhalten, haben wir gesagt, hey, mach mal doch so ein Angelding und dann angeln wir halt 3 Tage und dann schauen uns 30.000 Leute im Internet zu, wie wir angeln. Weißt du mal den Blick von Jürgen Klopsi, bis wo du sagst, hä, 30.000 Leute, Moment. Das ist ja das Fünffache dessen, was bei uns in Fußballstadion reingeht. Ja. So, mal kurz durchgerechnet. Oh, scheiße. Ja, das hat Relevanz. Ja. Das hat Relevanz. Ja, der ist bei Wikipedia leider, der Jürgen Klopp. Der ist auch bei Wikipedia, Jürgen Klopp, ja. Also,
Fazit dieser Folge ist auf jeden Fall, wenn ihr da draußen einen Wikipedia-Usernamen habt, lasst uns mal daran arbeiten, 2024 diesen Podcast zu Wikipedia zu bekommen. Und das kann ja zum Beispiel, ich sag's ja nur mal so, auch bedeuten, dass es da draußen Menschen gibt, die ein Referenzmedium betreiben. Können wir darüber mal sprechen? Ich habe ja einen privaten Blog, den ich betreibe. Aber das wäre natürlich... Ach, jeder hat doch einen Blog und einen Podcast, du Penner. Ja, aber ich kann mich ja nicht selbst referenzieren, wie wir es ja schon festgestellt haben. Wenn aber da draußen jemand zuhört, der auch einen Blog hat und der nicht Hager oder Lambert mit Nachnamen heißt, dann kann der ja mal über unseren Podcast schreiben. Und dann kann der da ja mal ein paar Infos droppen, zum Beispiel. Und uns da so ein bisschen verlinken und so weiter. Referenzen schaffen. Und ich glaube, wenn der das macht, dann gehört der sicher bald zum Personal. Diese Überleitung aus der Hölle. Deine Eltern bitten wieder mal zum großen Empfang. Knapp 500 geladene Gäste. Bei euch nennt man sowas den engsten Kreis und die Elbchaussee kennt solche Feste. Und wie immer ist ein sündhaft teures Abendkleid das erfreuliche Gegenteil von Sittsamkeit. So high wie du bist, fällt mir nur ein, du musst wohl ne höhere Tochter sein. Aber mach dir nichts draus und kotz dich ruhig aus, mir ist das egal, denn ich gehör zum Personal. Auf jedem Album braucht es auch Kunst, habe ich mir sagen lassen. Das ist die Kunst. Ja, ich wollte gerade sagen, das klingt so nach einem Füller-Song. Igitt, hasse ich jetzt schon. Nee, Füller nicht, aber ich darf so viel sagen, dass wir in der Band haben wir zwei Menschen, nämlich André und mich, die immer so ein bisschen Battle haben. Ich bin für die Ohrwürmer zuständig und er ist für die Kunst zuständig. Und dann gibt es auf dem Album Kompromiss-Songs. Also es gibt Ohrwürmer, das sind meine, und es gibt Kunst-Songs, das sind seine. Ich möchte aber natürlich nicht seine Kunst-Songs. Nee. Die sind natürlich auch fantastisch. Komm auf die C-Seite von der Platte. Nee, das sind halt nicht die, die du im Supermarkt pfeifst. Ich meine, früher bei der Schallplatte waren es die Sachen, die man in diese Anlaufrille reingemacht hat, noch bevor es losgeht. Und da war noch Platz. Ja, nee, so weit möchte ich nicht gehen. Das gibt Ärger von André. Nein. Seine Kunstsongs sind fantastisch. Ja. Die könnt ihr euch auch anhören. Ja. Also die Ohrwurm-Songs sind fantastisch und natürlich die Kunstsongs sind auch total fantastisch. Auf dem Album Wechsel Andreas. Ich werde es nie aussprechen. Wechseljahre. Das Ding mit dem Chamäleon drauf. Kammer. Wir haben auch schon ein Album jetzt, den Albumtitel für dieses Jahr entschieden. Und ich sag mal eins, ich darf ihn jetzt nicht spoilern. Was reimt sich auf Wiki? Nee, ich darf ihn nicht spoilern, aber ich werde ihn dir nachher verraten. Er ist geil. Er ist geil und okay. Ich glaube, also es ist noch nicht... Was kommt denn nach den Wechseljahren? Es kommt nach den Wechseljahren so ein geiles Wortspiel. Das wird dir gefallen. Vorschusspanik. Es wird dir gefallen. Es wird dir gefallen. Okay. Was mir auch gefallen würde... Entschuldigung, ja, ich wollte dich nicht... Ich jetzt abmoderiere. Nee, ich wollte nur sagen, ich darf das jetzt noch nicht spoilern, den Namen, weil er nicht hundertprozentig abgesegnet ist. Das ist ein Arbeitstitel. Ach so. Aber ich würde ihn Steady Exclusive gleich spoilern. Okay. Ich würde noch ganz kurz, nicht Steady Exclusive, kurz noch eine Wortmeldung von WhatsApp zulassen. Oh ja. Hier kommt gerade nämlich eine Eilmeldung rein aus Frankfurt. Da müssen wir einmal ganz kurz reinhören. Wieder mal ein cooles Adventstürchen heute. Aber You Can Kiss My Heini heißt nicht mehr einen Blasen, sondern das ist so eine abgeschwächte Form vom kannst mich mal am Arsch lecken. Also Heini ist der Hintern und nicht der Schwanz. Der wäre nämlich Suck My Bob. Also Bob wäre die Bezeichnung, Slang-Ausdruck im amerikanischen Englisch dafür. Nur so viel dazu. Aber ansonsten wusste man natürlich, wie der Songtext von Bobby Brown geht. Aber ist trotzdem ein cooles Lied. Die Amis sind halt einfach zu prüde für sowas. Ah, der beste Chris der Welt. Er ist einfach sensationell. Ja. Wenn ich seinen Dialekt höre, dann schießt mir schon die Milch ein. You can kiss my Heini heißt nicht, du hast mich am Schwanz geleckt, sondern bla. Er hat noch eine zweite Nachricht geschickt, die würde ich gerne noch, weil er hat für jeden Tag des Podcasts was geschickt. Ach du Scheiße. Ich alle anhören. Nee, das geht nicht. Ich habe jetzt nämlich die zwei besten rausgesucht. Wir machen noch ein Best-of. Ja, los. Best-of Natok. Ich höre gerade euer neuestes Podcast-Türchen, Adventskalender-Türchen und höre, wie der Hannes Remscheid und Recklinghausen verwechselt und dann für uns das Ruhrgebiet. Sagt, so kann man mit einem Spruch 5 Millionen potenzielle Zuhörer verlieren.
Aber so werden wir enzyklopädisch relevant, würde ich sagen. Richtig, nur so werden wir enzyklopädisch relevant. Bester Chris. Leute, tut mir einen Gefallen. Geht auf Wikipedia, sucht euch dort bitte Tommy Pieper, den Synchronsprecher von Alf, und tragt dort bei Wikipedia ein, dass er von Hannes getötet wurde. Das war auch ein Vorschlag von mir, weißt du noch? Ich habe gesagt, lasst uns bei Tommy Pieper in die Trivia eintragen. Es gibt ja so ein Trivia, wo so nebenbei Sachen drinstehen. Und dann bei Tommy Pieper Trivia eintragen, in dem Comedy-Podcast Jammern auf niedrigem Niveau wurde er fälschlicherweise bla 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 und das wurde jetzt zum Running Gag. Das kann man doch da eintragen. Und als Referenz gibt man eine Folge an, wo wir ihn getötet haben. Das lässt sich ja irgendwie rausfinden, in welcher Folge ich ihn getötet habe. So, und dann steht bei Tommy Pieper unser Podcast drin. Und dann wird ja irgendeinem von diesen Sturmbahnführern auffallen, oh, warte mal, da ist der Podcast verlinkt, aber der hat ja noch gar keinen Wikipedia-Eintrag. Das Problem ist nur, dass die sich an deinen anderen Vorschlag jetzt gehalten haben, gesagt haben, wir wollen keine Täter da drin, sondern nur noch die Opfer. Das heißt, Tommy Pieper behält seinen Artikel und wir werden weggecancelt als Täter. Ach, wir werden, Basti, sagst du, wie es ist. Nostra Hannus hat gesprochen, wir werden dieses Jahr einen Wikipedia-Eintrag bekommen. Ich bin mir ganz sicher. Chris Natok wird das regeln, ach, ich sag's dir. Vielleicht werden wir ja bei einem berühmten Cremehersteller erwähnt auf Wikipedia. Das würde ich fühlen. Das ist die nächste Idee, wo wir uns eintragen können, ganz genau. Da auch unter Trivia bei der Nivea-Creme eintragen lassen. Hier, der Podcast blablabla Sülz die Wand an, hat das immer am Ende des jeder Folge. Und ich dachte, du nützt es jetzt als Überleitung. Ja, mache ich ja jetzt auch. Ihr Lieben, also, wir hören uns nächste Woche, dann ist wieder Bastis Folge. Es wird dann wieder lang und schmutzig. Ich freue mich da wahnsinnig drauf, kommt gut durch die Woche und denkt immer dran, Niveau ist keine Creme. Ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann, das ist ja, Mann, auf niedrigem Niveau. Dein Support hilft, damit wir dir auch weiterhin beste Jammerunterhaltung bieten können. Brauchen wir deine Unterstützung. Empfehle uns in deinem Freundeskreis. Werde jetzt Steady-Unterstützer. Oder bewerte den Podcast positiv. Wir freuen uns auch über dein Feedback. whatsapp.jammernaufniedrigenniveau.de. Alle Infos findest du auch in den Shownotes. Unsere Jammerlappen auf Steady. Andreas, Anja, Christiane, Christoph, Elke, Julia, Jonas, Katrin, Conny, Lars, Nicole, Marco, Markus, Matthias, Melanie, Michael, Miriam, Sam, Sandra, Sissi, Stefan, Tobias und Tunte Roland. Wer ist denn Tunte Roland? Ach, geil.